Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr könnt mich wirklich diesmal besser sehen als beim vorigen Video, aber es ist jetzt eigentlich relativ egal. Es geht jetzt eigentlich lediglich darum, ihr habt bestimmt schon mitgekriegt, der wechselt immer seinen Hintergrund. Ja, das hat jetzt nichts mit Greenscreen, Bluescreen, wie auch immer zu tun. Nein, es geht schließlich um das Projekt, was ich aktuell vorstellen möchte, und das lässt sich hinter dem blauen Hintergrund ein bisschen schlecht erklären. So, um was geht's? Also, ich fange jetzt mal an, ohne euch was zu zeigen. Und zwar, es geht sogenannte Wimmelbodies in diesem Video. Bloß mal schon mal so vorweg. Ja, Wimmelbodies. Hä? Ja, was kann man dazu schon mal sagen? Also jeder, wo quasi Babys hat oder auch Kleinkinder, wo noch Bodies haben, kennt die Vorteile eines Bodies. Ich habe sie schon mal kurz gezeigt in der sogenannten Bettnässertasche. Da habe ich mal einen gezeigt. So, ich werde jetzt aber euch noch mehrere Modelle zeigen, beziehungsweise mehrere Farbeinheiten, beziehungsweise mehrere Farben. Ich werde jetzt mal einen holen. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich einen grünen Hintergrund habe, weil ich was Blaues habe. So, das ist jetzt ein blauer. Ja, nein, es ist kein T-Shirt. Ziehen mal etwas weiter höher. Es ist, wie versprochen, ein Windelbody. Ich bin natürlich jetzt nicht so groß. Ganz aus Bild passen tut er leider auch nicht. Was kann ich jetzt, warum habe ich als Bettnässer Windelbodies? Darauf bin ich schon mal kurz eingegangen bei dem Video Bettnässer Tasche. Wie gesagt, Link in der Beschreibung. Ja, ich muss sagen, ich bin absoluter Windelbody-Fan. Ja. Es hat ja zu heißen, dass hinter mir, weil hinter mir ist ja der Schrank, wo das Tuch vorhängt. Nicht, dass ihr jetzt dann meint, das sind 100 Bodies drin oder so. Nein. Ich habe keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall eine Menge, auch unterschiedliche Modelle. Und ich glaube, das ist einer. Ich drehe den jetzt mal so, dass ihr das sehen könnt. Ja? Also ich drehe den jetzt und halte den mal so ein bisschen, dass ihr das auch besser seht. Und zwar. Dieser Body hat einen Vorteil, es ist wie bei den Baby-Bodies quasi drei Druckknöpfe. Ich mache jetzt die hier mal schnell zu. So. Ja. Was hat das jetzt für einen Sinn, jetzt hier die Videos zu machen? Ja, um euch einfach zu zeigen, dass es halt wirklich, wie gesagt, unterschiedliche Modelle gibt und nicht jeder Windel-Body gut ist, ja. Diese Windelbodies habe ich bei Kivisco gekauft. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. So, dieser Windelbody hat den Vorteil, die Knöpfe liegen oberhalb. Also sie liegen nicht direkt im Schritt. Ja, ich werde euch gleich nochmal in Body zeigen, wo sie im Schritt liegen und auch die Nachteile erklären. Ich finde diese Bodies recht schön. Sie gibt es bis zur Größe 166, soweit ich, 188. Ich habe hier aktuell 164 in der Hand. Und wie gesagt, er hat quasi so einen T-Shirt-Ausschnitt, das heißt, wenn ich mal kurz nach draußen muss und will mir nicht extra einen Pulli anziehen, dann renne ich auch mal kurz mit dem nach draußen, ja. Klar, Hose natürlich an. Wie gesagt, ich finde die Windelbodies nicht verkehrt, ja. Also, jeder, wo das Thema kennt, bei, nennen wir es mal, Kindern, Babys, also wo Windeln brauchen, nehmen wir mal allgemein Babys, ja. Ja, die bewegen sich, die Windel rutscht, die Windel hängt, und das kann halt hiermit nicht passieren, ja. So, jetzt zeige ich euch erst einmal von der Firma Kivisco noch eine andere Farbkombination, die wo meiner Meinung nach etwas sehr auffällig ist, ja. Und zwar, das ist die hier, das sind lauter kleine Dreiecke, und der Hals sowie der Ärmelbereich ist dann quasi in Orange gehalten, auch wieder mit den Druckknöpfen oben. Ja, also sie sind jetzt nicht hier oben, sondern ganz normal halt, wie man es von den Babybodies her kennt. Ich habe die mit einem Babybody von einer Bekannten verglichen, und die sind ungefähr gleich von, also nicht von der Größe her, sondern wo die Knöpfe sitzen. So, ja, das war jetzt einer von denen. Ich werde aber nur einen allgemeinen Link reinsetzen. Ihr könnt euch dann selber da durchwuseln. Also ihr seid schon in der Kategorie Bodies, ihr müsst euch dann nur selber durchwuseln. So, dann natürlich in Weiß, ja. Ja, ich muss sagen, ich habe diese weißen Bodies sehr, sehr selten an.
Ich muss sagen, außer ich gehe in die Kirche, nein, ich bin jetzt nicht stark gläubig oder so. Es ist einfach so, dass ich in einem Verein bin, wo man halt ab und zu mal in die Kirche geht. Und jeder, wo das kennt, wer schon mal im Herbst in der Kirche war, es ist ziemlich kalt, vor allem auch im Winter. Und wenn ich so einen unter mein Hemd ziehe, dann fällt das nicht auf, weil wir müssen ein weißes Hemd tragen und dann ist das eigentlich ganz die sinnvollste Art. So, dann gibt es natürlich die ganze Geschichte, was sehr wichtig ist, wahrscheinlich auch im Winter, auch in Langarm. Ja, also es gibt auch Langarm-Bodies. Ja, voraussichtlich glaube ich nicht in den ganzen Farben, was ich jetzt wahrscheinlich hier habe. Das ist jetzt auch nochmal ein blauer, das ist ein etwas hellblauerer. Soweit ich weiß, ich schaue jetzt, ob ich an den anderen noch rankomme. Also wie ihr seht, es gibt zwei unterschiedliche Blautöne bei denen. Ja. Ich habe jetzt auch nochmal denselben, wo ich jetzt gerade hergehabt habe, in Langarm, habe ich auch noch einen Kurzarm. Ja, wie gesagt, ich habe eine ganze Menge. Stückpreis ist größenabhängig, desto größer, desto mehr kostet er. Es ist jetzt aber nicht weltüberragend, also ich glaube 20 Euro circa ein Body. Ja, das ist mein absoluter Favorite Body. Ja. Ich teile diesen mal so voll vor die Kamera. Ja. Es sind, ich kann es nochmal kurz zeigen, kleine Schildkröten drauf. Der Hals sowie quasi die Ärmchen und der Windelbereich haben eine blaue Außennaht. So, jetzt habe ich vorhin gesprochen. Schön, dass ich mal aus dem Bild verschwinde, aber hier drüben habe ich mir jetzt einen kleinen Tisch aufgebaut. Ich habe vorhin von anderen Modellen noch gesprochen. Ja, wie andere Modelle. Ich habe gerade zwei in der Hand, mit zwei lässt sich schlecht drehen. Ich habe jetzt hier noch einen, den habe ich mir vor etlichen Jahren mal geholt, wo die ganze Geschichte mit diesen Windeln angefangen hat bei mir. Und zwar, der schaut aus wie ein T-Shirt. Finde ich jetzt nicht verkehrt. Beziehungsweise nicht wie ein T-Shirt, sondern eher wie so ein Achselhemd, Unterhemd. Der Nachteil ist, ich zeige euch das jetzt mal, ist der Druckknopf. Ja? Ich mache jetzt den euch mal zu, um euch das zu zeigen. Ich hoffe, ihr könnt es dann auch so sehen, wie ich mir das vorstelle. Und zwar, erstens haben wir hier einen ziemlich dicken Falz. Ja, und zweitens, ich werde jetzt den nochmal oben anfassen und euch den mal hochziehen. Wie ihr seht, er ist ziemlich weit im Schrittbereich. Ja, und er gibt auch nicht viel nach. Ja, aber ich habe gemerkt, desto voller die Windel wird, ja, desto mehr dreht sich dieses Ding quasi direkt mitten in den Schrittbereich rein. Ja, und so unangenehm wird es. Ja. Man wird durch diese dicken Dinger so schnell wund, ja, man reibt sich quasi wirklich wund, und jeder, wo das kennt, im Schrittbereich direkt wund zu sein, ist als Windelträger nicht ganz witzig. Ja. Da hilft natürlich auch nicht wirklich was eincremen, weil das ja immer wieder durch diesen Body quasi verschwindet. So, ich habe ja mir noch einen anderen Body, also ich hatte da früher auch schon einen Haufen, wo ich gucken, was ich hingelegt habe. So, das ist jetzt quasi wieder. Keiner von Kibisco, das ist wieder von einer anderen Firma. Die Firma kann man leider nicht mehr lesen. Wie gesagt, die haben schon einige Jahre auf dem Buckel. Sie sind auch vom Stoff ziemlich dünn. Aber dieser Body hat etwas, was mir auch nicht gefällt. Und zwar einen Reißverschluss. Ja. Er hat dann ungefähr die Form von einer Boxershort unten. Ja, muss ich sagen, finde ich jetzt nicht verkehrt. Bloß durch diesen Reißverschluss, dadurch, dass der so komisch ist, also so ein U-Bilde quasi, muss ich sagen, fehlt der Druck auf die Windel. Das heißt, die Windel bewegt sich unter dem Body genauso viel, als wenn ich kein Body anhabe. Und das bringt natürlich null. Ja, zusätzlich reibt der Reißverschluss vor allem dieses Ding. Ich weiß es nicht, wie das heißt, aber dieses Ding hier, das reibt ziemlich und das muss nicht sein. Also habe ich mir gesagt, es muss bessere Bodies geben und da bin ich auf die Seite von Kiwisto gestoßen und habe mir die Bodies von Kiwisto gekauft. Ja, ich sehe gerade, das Video ist jetzt schon wieder 10 Minuten lang. Mehr zu Bodies kann man nicht sagen, der Verwendungszweck ist klar. Wie gesagt, als Bettnasser finde ich es auch nicht verkehrt, vor allem für Kinder, die wo sich viel bewegen. Klar, wenn jetzt ihr dabei seid, den Kindern das Trockenwerden beizubringen in der Nacht, ja. Mit entsprechenden Windeln, sei es Pyjama Pants oder wie auch immer, ja, sei es die von DM, sei es die von Dry Nights oder auch die von Pampers, wo nachdem auch noch ein Video kommt, das sind natürlich die Windelbodies nicht so wirklich geeignet, aber für Kinder, wo ihr sagt,
es bringt eh nichts, ja. Oder für mich jetzt zum Beispiel mit 22, wie gesagt, ich habe den Geist eh aufgegeben. Ich mache nichts mehr. Da finde ich sie jetzt gar nicht so verkehrt. Weil es irgendwann halt einfach auch keinen Bock mehr macht. Und wie gesagt, ihr wisst, ich habe ja noch ein paar andere Videos gedreht. Wenn ihr euch die anguckt, seht ihr auch, warum der eigentlich wirklich Windelbodies auch noch hat. Wenn ich tagsüber draußen unterwegs bin, vor allem im Winter, es zieht immer bei mir an den Nieren und am Rücken. Ich merke es, ich kann das überhaupt nicht, am Tod nicht ab. Daher finde ich diese Windelbodies vor allem im Winter nicht verkehrt. So, bis die Tage dann, euer Babylon 007.